Wie die aktive Fanszene des BFC Dynamo ankündigte, wird es beim kommenden Auswärtsspiel in Halberstadt keinen organisierten Support für die Mannschaft geben. Dabei meldete sich die Gruppe Fraktion H auf ihrer Facebook-Seite zu Wort und erklärte darin die Umstände mit teils deutlichen Worten. Zitat: Fraktion H und Fanszene BFC Dynamo, keine Reise für diese Leistung. Die Kohle bleibt in Ost-Berlin. Liebe Fanszene, nach dem desolaten Auftritt der Mannschaft im Berliner Landespokal bei Sparta Lichtenberg erscheint einigen Fans, denen sonst kein Weg zu weit ist, für den Verein unseres Herzens die Reise nach Halberstadt am kommenden Freitag das falsche Signal zu sein. Sie rufen dazu auf, das Spiel in Halberstadt nicht zu besuchen. Die Truppe samt Trainer, die das 5:1-Debakel zu verantworten haben, hätten die greifbare Chance gehabt, den BFC Dynamo samt Ehrenkranz und die auf der Brust im DFB-Pokal zu repräsentieren. Wichtige Einnahmen für den Kampf um die dritte Liga, das Sportforum und die vielseitige Vereinsarbeit gehen nun in belanglose Hände. Die Bedeutung dieses Spiels und des Pokals für uns Fans war enorm. Die Mannschaft hat das, was wir lieben, an diesem Tag mit ihrer Leistung ehrlos mit Füßen getreten. Vielleicht spielt ihr morgen woanders, wir bleiben und uns ist die Zukunft des BFC Dynamo im Vergleich zu euch wichtig. Natürlich liegt nicht alles in Scherben, auch dank der guten Arbeit, die im Verein von den Offiziellen geleistet wurde. Wir als Fans sind Teil des Vereins und geben bekanntlich alles. Doch in Halberstadt Geld bei einem anderen Verein zu lassen, um eine Mannschaft zu unterstützen, die offensichtlich nicht bereit ist, alles für Dynamo zu geben, dann den Zehner für den Eintritt sowie Spritkosten sparen und dem Verein zukommen lassen beim nächsten Heimspiel. Hierzu wird es eine Spendendose am Fanartikelstand beim Spiel gegen Erfurt geben. Wir bauen auf eure Beteiligung. In der Hoffnung, den Schaden, welchen aus unserer Sicht die Mannschaft zu verantworten hat, für den BFC Dynamo zu lindern. Fußballer kommen und gehen, wir Fans bleiben für immer. Alles für den BFC. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.